Und es ist auch nie eine Ursachenbekämpfung, weil über die Ursache ja nie jemand spricht. Die ganze Geschichte ist faul. Merkt ihr das? Die 20, die 40, die 15, die... Wieso sagen sie, das geht nicht? Bei denen ging das doch auch. Es ist eine Lüge. Hallo Cecil, ich bin echt verzweifelt. Ich frage dich schon seit 2 Jahren. Kannst du nicht endlich mal ein Video über Lipödem machen? Ich habe es aus einem guten Grund nicht gemacht. Und wenn ich das Video mache, dann wird es dir nicht gefallen. Und ich sage dir, guck es lieber nicht. Nach dem Intro. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. So, in diesem Video geht's, Wunder, oh Wunder, um das Lipödem. Ich habe mich 2, 3 Jahre davor gedrängt, dieses Video zu machen. Und zwar aus einem sehr, sehr guten Grund. Und ich würde dir wirklich empfehlen, dieses Video nicht zu gucken. Ja, man kann natürlich was beim Lipödem machen, aber ich würde dir trotzdem raten, guck dieses Video nicht. Warum sollst du dieses Video nicht gucken, wenn du so verzweifelt bist? Ich sag dir warum. Weil wenn du hier drauf geklickt hast, nur um die 2 Substanzen in diesem Video zu hören, dann solltest du es lieber nicht gucken, weil du dann nicht erfolgreich wirst. Das ist der Grund. Aber besprechen wir später. Okay, ich möchte jetzt nicht erklären, weil ich möchte dieses Video ein bisschen kürzer halten, es versuchen. Ich möchte jetzt nicht erklären, was das Lipödem genau ist. So, es ist ein Lymphstau, es staut sich an, das Gewebe entzündet sich, man kann es nicht mehr wegtransportieren. Da gibt es verschiedene Grade in den Beinen. Jeder, der das Video jetzt guckt mit dem Lipödem, weiß, was er hat für eine Krankheit. Ist jetzt egal, ob Grad 1, 2, 3 oder wie auch immer. Das möchte ich jetzt nicht erklären. Ich möchte diese unbekannte Ursache... Die ist ja so unbekannt und man weiß überhaupt gar nicht, wo das herkommt. Und der Arzt sagt dir, du kannst beim Lipödem nichts machen. Du kannst nicht das Fett abbauen. So, ob du Sport machst oder nicht, ist alles egal. Ernährung hat auch keinen Einfluss, bloß keine eiweißreiche Ernährung. Eigentlich gar nichts und keine Chance. Das Einzige, was du hast an Chance, ist, dich operieren zu lassen. Aber wir wissen, wenn ich mich operieren lasse und überall Narbengewebe unter der Haut entsteht, dass es ja nie glatt wird. Und es ist auch nie eine Ursachenbekämpfung, weil über die Ursache ja nie jemand spricht. Und da gibt es verdammte Denkfehler, okay? Verdammte, die ganze Geschichte ist faul. Merkt ihr das? Punkt Nummer 1. Warum ist die Geschichte faul? Wenn der Arzt allen sagt, ihr könnt nicht abnehmen, es geht nicht, ihr könnt nicht den Druck entlassen, ihr könnt gar nichts. Warum nehmen dann die Leute, die im Maximumprinzip teilnehmen, reihenweise, wirklich Hunderte und guckt auf Instagram meine ganzen Profile, lest die Texte, guckt auf meiner Internetseite, verfolgt mich auf Instagram, da habe ich jeden Tag Berichte darüber. Warum nehmen die bis 50, 60 Kilo ab? Gerade, ich glaube, das vorletzte Foto oder so war auch Lipödem. Von 120 Kilo auf jetzt irgendwas 60 oder so. Wie geht das dann? Wenn es keiner schaffen kann, wie funktioniert das dann in meinem Coaching? Wieso geht das? Das heißt, der Arzt lügt schon mal. Aber wenn es eine Person schon mal geschafft hat, dann ist es ja falsch, was. Dann ist es ja nachgewiesen falsch, was er sagt. Also wenn dir irgendjemand sagt, hey, die Menschen können nicht ohne Hilfsmittel auf den Mond fliegen, dann ist es richtig, bis es einer gemacht hat. Und wenn es einer gemacht hat, dann darf es nie wieder jemand sagen, weil die Aussage ist ja falsch, oder nicht? Also wenn der Arzt sagt, das geht nicht, dann kannst du sagen, Moment mal, beim Coach Cecil, im Maximumprinzip hat die Person hier 50 Kilo abgenommen, die 30, die 20, die 40, die 15, die... Wieso sagen sie, das geht nicht? Bei denen ging das doch auch. Es ist eine Lüge. Und jetzt lass uns mal den zweiten Punkt hier besprechen, der faul ist. Ich habe auf Instagram auch mal eine Umfrage gestartet, hey, irgendwann mache ich ein Video über Lipödem. Sucht doch mal eine Studie raus, und das kann ich euch auch geben, die Aufgabe, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Sucht doch mal eine Studie oder irgendeinen Bericht raus, wo gesagt wird, bei anderen Völkern, zum Beispiel in Afrika, irgendein Volk, wo eine Mangelernährung besteht, weil es ist ja eine Krankheit, wo die Ursache nicht klar ist, und das kann ja praktisch jeden, es ist ja eine Krankheit, das kann ja jeden betreffen. Das heißt zum Beispiel Krebs, kann ja auch jeden betreffen. Das heißt, ihr findet auch Krebs bei Naturvölkern, die alle schlank sind. Okay, oder eine Lungenentzündung oder, keine Ahnung, eine Grippe oder so. Sucht mal bei unterernährten Völkern, wie viele Leute da ein Lipödem haben. Sucht das mal, bitte.
Such mal, wie viele nach dem Zweiten Weltkrieg, als nur 2% der Deutschen übergewichtig waren, such mal, wie viele da ein Lipödem hatten. Such das mal. Das interessiert mich. Such das mal. Ihr werdet nichts finden. Höchstwahrscheinlich. Warum werdet ihr es nicht finden? Weil das nicht stattfindet. Wie soll ich es jetzt sagen? Lass mich mal die Ursache jetzt beschreiben. Wir haben mit unserer Ernährung über die letzten 50 Jahre uns einfach komplett versaut auf Zellebene. Und jetzt gehe ich nochmal auf den Pischinger Raum zurück. Der Pischinger Raum ist praktisch, du hast Arteriolen, okay? Da kommen die Nährstoffe, Sauerstoff und alles kommt bis in die kleinen, Arteriolen. Und dann musst du dir vorstellen, als wenn du ein Autobahnsystem hast und dann von den Autobahnen will jetzt von Berlin jemand ein Amazon-Paket über die Autobahn in dein Zuhause in Hamburg bringen. So, und dann kommt er über die Autobahn. Die Autobahn ist beim Säurebasenhaushalt immer gleich, weil Ärzte sagen, ja, es gibt keinen Säurebasenhaushalt. So, und dann, dann bin ich in der Stadt angekommen, da muss ich in die einzelnen kleinen Straßen und dann muss ich aber von der Straße, die mündet ja nicht die Straße, in mein Wohnzimmer. Sondern da ist ja ein Weg dazwischen. Das ist das weiche Bindegewebe. Das heißt, ich muss aussteigen aus dem Auto, von den Arteriolen und die Stoffe dahin bringen zu meinem Haus und dann in meine Zelle rein, in die Mitochondrien, in dem Haus. Und wenn jetzt das ganze System, und das ist genau das Problem, weil stell dir vor, du bist jetzt auf der Straße ausgestiegen, bist da auf der Straße, dann hast du einen Abfluss, ne, ganz normales Kanalisationssystem, weil wenn es regnet oder wenn Matsch auf die Straße kommt, dann muss das ja irgendwo weggespült werden. So, und jetzt stell dir vor, du gehst da hin und du klingelst und geht die Tür leicht auf oder ist vor der Tür eine Barrikade? Oder wie sieht das da aus? So, und dann bringst du das Paket oben zu mir und ich nehme das entgegen. Okay, alles klar, danke. Jetzt habe ich Müll, ich packe das Paket aus. Der Müll muss ja auch wieder runter zum Mülleimer und das muss ja abtransportiert werden. So, und wenn ich jetzt in diesem ganzen System, wo Nervenzellen sind, wo das, die Kanalisation ist, das Lymphsystem, was nichts mehr abtransportiert, wenn ich da jetzt eine komplette Situation habe, wo meine Zelle im Arsch ist. Das heißt, der Säure-Basen-Haushalt ist im Arsch, weil alles, diese ganzen Säuren, sind von der Autobahn runtergeflogen in die Straßen. Und ich komme gar nicht aus meinem Auto raus, weil es alles voll mit Matsch. Und dann gucke ich runter in die Kanalisation. Was für eine Kanalisation? Da ist keine Kanalisation mehr, da fließt nichts ab, weil alles verstopft ist. So, und wundern wir uns dann, wenn das alles stopft? Und wundern wir uns, wenn wir eine Insulinresistenz und uns angefuttert haben mit zu viel Zucker, 85% der Lebensmittel da draußen sind mit Zucker vergiftet. Wundern wir uns, wenn die Insulin, also mein Haus gar nicht mehr aufmacht, wundern wir uns da. Eine Insulinresistenz. Das heißt, du klingelst unten mit deinem Amazon-Paket, ich höre das oben gar nicht. Was für eine Klingel? Insulinresistenz ist der Startschuss zu jedem Scheiß. Zu Gicht, Bluthochdruck. Ich habe das in dem Video, wo ich wirklich die Biochemie krass erklärt habe, habe ich alles, kann ich dir nochmal verlinken, da kannst du nochmal alles ganz genau angucken. Es führt zu Gicht, Bluthochdruck, alles biochemisch erklärt, zu einer Fettleber. Eine Fettleber ist so wichtig bei diesem Thema. Was ist noch wichtig? Die Hormone sind wichtig. Okay? Ich weiß, ihr fragt mich alles, Sessi, ihr macht unbedingt ein Video zu PCO-Syndrom. Ich habe ein Video über die Pille gemacht. Wir schmeißen uns, seitdem wir 12 sind, guck das Video zur Pille, seitdem wir 12 sind, kriegen wir einfach die Pille, kriegen wir einfach Hormone reingestopft. Stell dir mal vor, ein 12-jähriger Junge geht zum Arzt und sagt, ich möchte Muskeln aufbauen. Ja, ja, klar, hier kriegst du Anabolika und Wachstumshormone. Es ist genau das Gleiche. Die Mädels sterben an Thrombosen und wir hauen uns die Hormone rein und wir wundern uns. Wir fressen Zucker, wir kriegen eine Insulinresistenz. Dann hauen wir uns die Pille rein. Wir haben totales Ungleichgewicht und die Insulinresistenz befeuert die PCOs. Und was sagt man, wenn du die PCOs hast? Dann sagt man, nimm die Pille. Ursachenbekämpfung. Wir müssen das System freikriegen. Das heißt, wir brauchen einen Ausgleich der Hormone. Wir müssen die Insulinresistenz rückgängig machen. Ja, du hörst richtig. Deswegen gefällt dir das Video auch wahrscheinlich nicht, weil das keine Sache ist, wie der Metzger dann sagt, komm, wir operieren. Oder wie Symptomunterdrückung sagt, ach, PCOs, Pille, Hormone draufknallen noch mehr. Nein, weil es ist Ursachenbekämpfung. Und wenn wir das dauert länger. Ja, es dauert länger. Okay, so eine Insulinresistenz, die man sich so anfuttert über 20, 30 Jahre, die baut sich nicht in 8 Wochen ab. Nein, die baut sich nicht in 8 Wochen ab. Okay, das Hormongleichgewicht. Ich kann nicht 10 Jahre die Pille nehmen und dann aufhören und sofort denken, oh, alle Hormone funktionieren wieder im Einklang. Nein, da muss man was für tun. Mineralstoffe, Zucker reduzieren aufs optimale Minimum. Gluten weg, die Leber entgiften,
Okay, die ganzen Schlackenstoffe, Spirulina, Chlorella, Entzündungen runterbringen, Omega-3, Kurkumin, Leber entgiften, Vitamin C. Siehst du, wo es hinführt? Siehst du, warum ich das Video nicht machen wollte? Weil ich kann kein 15-Minuten-Video darüber machen, weil du wirst nicht erfolgreich. Und wenn ich dir jetzt zwei Substanzen sage, mit denen du das Lipidem wegbekommst, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Du wirst nicht erfolgreich werden, glaub mir. Weißt du, warum nicht? Weil du dann denkst, ach, das ist ja so Symptombehandlung, wie man das dann so macht. Man geht irgendwo zum Doktor und dann kriegt man für die Kopfschmerzen oder für das, aber Ursache ist eigentlich scheißegal. Das funktioniert bei mir nicht. Weil wenn ich jetzt sage, hey, die zwei Substanzen, nimm die, dann schluckst du die. Was ist mit dem ganzen System? Das ist immer noch im Arsch. Das heißt, es gibt zwei Substanzen, wirklich. Und die Leute, die mein Maximumprinzip machen, die setzen an der Ursache an. Und es dauert länger, weil wir die ganze Insulinresistenz rückgängig machen müssen, weil wir das ganze, den ganzen Scheiß Matsch wegkriegen müssen, weil wir auf den Säure-Basen-Haushalt achten müssen, weil wir die Entzündungswerte runterkriegen müssen mit zum Beispiel Omega-3, Astaxanthin, weil wir die Leber entfetten müssen, weil wir die Leber unterstützen müssen, dass sie entgiften kann, zum Beispiel Vitamin C, weil wir das alles aufbauen müssen. Und deswegen kann ich dir nur sagen, wenn du was machen willst und was versuchen willst, dann mach das Maximumprinzip. Und du denkst jetzt vielleicht, oh, doofe Werbung. Nein, ich mache nur das, was erfolgreich ist für die Menschen. Und wenn ich jetzt ein Video machen würde und sagen würde, nimm die zwei Kapseln, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und ich will nichts damit zu tun haben. Weil ich ja, die ganzen Leute, folgt mir auf Instagram. Schreibt die Leute an, die mit dem Lipödem die Erfolge hatten. Schreibt die an. Weil ich möchte, alles was ich mache, möchte ich immer 100% effektiv haben. Und deswegen muss man diesen Weg gehen. Und was mache ich im Maximumprinzip? Wenn du 8 Wochen erstmal die Basis gemacht hast, dann kannst du mich anschreiben und sagen, Cecil, ich bin jetzt in Woche so, ich habe das bis hier alles gemacht. Du wirst sowieso schon Erfolge haben und du wirst merken, boah, krass. Aber nach 8 Wochen kannst du mir sagen, hey Cecil, ich habe jetzt alles gemacht, ich habe einen Grundstein gelegt, erstmal der Anfang, es sind 8 Wochen. Kannst du mir jetzt die zwei Substanzen sagen, dass ich noch einen kleinen Kick und dann sage ich, okay, alles klar, mach noch das dazu, mach das dazu. Und wenn du vielleicht noch mal 8 Wochen weiter, weil du hast 16 Wochen Zugriff, das sind schon mal die ersten 4 Monate, die du sicher brauchst, um überhaupt das System rückgängig zu machen. Wenn du dann sagst, ja Cecil, jetzt bin ich da, dann können wir weiter, dann geht's weiter. Aber du kannst nicht dich anmelden zur Uni, wenn du nie zur Schule gegangen bist, verstehst du? Und das ist Ursachenbekämpfung. Wenn du zur Uni willst, dann musst du einen Schulabschluss haben. Wenn du die zwei Substanzen wissen willst, dann musst du erstmal die Ursache bekämpfen. Und das geht da draußen nur im Maximumprinzip, weil hey, die Leute wissen ja alle, hey, wir haben einen Lymphstau, wir haben Entzündung, wir wissen überhaupt nicht, wo das alles herkommt. Wir haben ein Ungleichgewicht der Hormone, hey, wissen wir überhaupt nicht. Mit der Insulinresistenz, das ist ein Hormonspiel, könnte ich wieder ein eigenes Video drüber machen, das dauert alles viel zu lange. Und ihr merkt schon, es ist nicht so, hey, du hast ein Lipödem, nimm mal Vitamin C. Nein, so ist es nicht. Und deswegen habe ich 3 Jahre oder 2 Jahre kein Video dazu gemacht. Okay? Aber ich spreche hier aus voller Überzeugung. Wenn du ein Problem damit hast, dann mach das Maximumprinzip. Weil es der Grundstein ist für deine Zellgesundheit. Okay? Das ist wirklich meine 100%ige Meinung. Und ich wollte nicht so gerne so ein Video machen, wo ich das so sage. Aber ich meine das. Ich sage immer nur das, was ich 100% so meine. Okay? Das ist das Video. Also, um es kurz zu machen. Du hast natürlich die Chance, die Spannung rauszunehmen, dein System zu verbessern, den Lymphstau zu fördern, das alles zu verbessern. Natürlich, sonst hätte es doch niemand im Maximumprinzip jemals geschafft. Und lass dich nicht verunsichern von den Ärzten. Ich meine, heutzutage sagen Ernährungswissenschaftler, McDonald's ist gesünder als eine Paprika. Wo kommen wir denn da hin? Okay? Und recherchiere gerne die Fälle von den Völkern, die kein Übergewicht haben, wie oft dann Lipödem zustande kommt. Recherchiere. Und dann merkst du, die Storys passen nicht zusammen. Und einfach nur operieren, um schnell Ching-Ching zu machen, okay, nee, nicht mit mir. Da mache ich lieber für ein paar Euro ein Coaching, anstatt mich für an der Ursache ansetzen, anstatt mich für 5.000, 7.000 Euro unters Messer zu legen, wo Narbengewebe ohne Ende da drin, dass eure Haut wird nie glatt aussehen. Könnt ihr vergessen, okay? Das ist das Video für heute. Lasst euch nicht verarschen da draußen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Erfahrungen darunter, schreibt gerne darunter, was der Arzt euch gesagt hat. Und wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt, schreibt bitte wieder rein, damit ich weiß, ihr habt zu Ende geguckt. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Und ich hoffe, das Video hat euch wirklich gefallen und teilt das, weil
Das ist der unangenehme, längere Weg. Die Ursachenbekämpfung ist meist länger, aber effektiver. Okay? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.